Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hawks. Wir wollen in die vierte Mission starten. Die führt uns hier direkt nach Afghanistan. Und die nächste Operation heißt Blacklight, also Schwarzlicht. Und hier steht es in der Auftragsbeschreibung noch kurz, dass uns die UNO sagen, wie erwartet, nochmal engagiert hat. Also uns, sprich Artemis Security. Artemis Global Security, um genau zu sein. Und diesmal sollen wir da Terroristen in den Bergen bombardieren. Das, in den Bergen von Afghanistan. Das kommt uns irgendwie ein bisschen bekannt vor, oder? Ja, schauen wir mal. 77% Jagdflieger, 32% Luftverteidigung. Boah. Da geht es mal diesmal in der Luft richtig zur Sache. Da bin ich mal gespannt. Operation Cobalt war ein voller Erfolg. Die Regierung hat die UNO informiert, dass die Rebellen um einen Waffenstillstand gebeten haben. Ich werde ihren Beitrag zu dieser Operation im Aufsichtsrat lobend erwähnen. Außerdem haben wir mit der NATO einen weiteren, sehr wichtigen Kunden gewonnen. Wir wurden beauftragt, ihre Truppen in Zentralasien zu unterstützen. Diese Region war in den letzten Monaten oft Ziel brutaler Terroranschläge. Die Terroristen haben sich in einer Berggegend direkt außerhalb der Landesgrenze verschanzt. Die NATO hat die Regierung des Nachbarlandes mehrfach davor gewarnt, diesen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Wir wurden engagiert, die in den Bergen versteckten Trainingslager der Terroristen zu bombardieren. Mit Sicherheit wird die lokale Regierung ihre Jäger aussenden, um unsere Jungs abzufangen. Ihr Befehl lautet, die Bomber bei der Mission zu eskortieren. Schützen Sie die Bomber mit allen Mitteln. Das war's. Sie dürfen jetzt los. Viel Glück, Männer. Hi. Ja, Trainingslager in den Bergen von Afghanistan bombardieren. Oh, was haben wir denn hier Schickes? Die MiG-29 Fulcrum. Berühmt für seine Wendigkeit. Wir haben auch die F5A Freedom Fighter. Das ist, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so eine Art Stummelflügler, Überschallflugzeug. Die F2 sieht ein bisschen aus wie eine F16. Und den EF-111A Raven. A-Raven. Schauen wir uns mal kurz die Spezifikation an. Das ist ein Mehrzweckflugzeug und man sieht es schon oben rechts, ist sehr schnell, ist eines der schnellsten Flugzeuge im Spiel. Niedrige Zuladung, ja, ist nicht unbedingt wichtig in den ersten Missionen. Elektronische Kriegsführung, hier das Flugzeug hat im Gegeneinander-Modus Zugriff auf elektronische Kriegsführung. Gegeneinander-Modus ist so Multiplayer. Das ist ein anderes deutsches Wort für Multiplayer. Interessiert uns hier auch wenig. Was haben wir da noch? Dieser F-16-Verschnitt, F-2, eine hohe Zuladung, Mehrzweckjäger. Aber wir wollen ja eher die Luftüberlegenheit hier ausspielen. Wir sollen Bomber beschützen gegen Jäger überwiegend. Und ich glaube, um die Bodentruppen kümmert sich dann der Bomber eventuell auch. 32% war jetzt auch nicht so viel. Ich meine, sonst hat der Bomber auch keine Daseinsberechtigung, würde ich mal sagen. Niedrige Zuladung und Doppelkanone. Doppelkanone ist ziemlich geil, muss ich sagen. Wenn man es auf den Dogfight, also den Nahkampf sozusagen anlegt. Allerdings muss man dann erstmal an den Raketen vorbei, die einem entgegenkommen. Und hier empfohlen die MiG-29 Fulcrum mit einer hohen Zuladung. Wir sehen auch rechts die Munition, die dafür verfügbar ist. Ist bei allen drei gleich und ich glaube, es geht hier. Man kann sich nur ein Flugzeug aussuchen. Hier steht es verboten. Nicht einsetzbar. Die Mission erfordert den Einsatz von Multiziel-Luftraketen. Das hat dieses Flugzeug nicht, von daher nehmen wir dann eins von denen, die freigeschaltet sind. Und ich präferiere auch hier das empfohlene Flugzeug zu nehmen, die MiG-29. Kann man ja gleich mal ein bisschen vielleicht einen Tailslide versuchen, aber ich glaube, es geht dann nicht, weil wir noch keinen Zugriff auf den Off-Modus haben. Der Off-Modus ist auch noch eine Geschichte, wo wir später zu kommen, in einer. Also wir brauchen dafür eine Lizenz hier im Spielverlauf und die müssen wir erst erspielen. Aber der Off-Modus ist schon sehr geil, weil man das Flugzeug wirklich bis an die Ihr Grenzen bewegen Einsatzleitung, kann. Sie fliegen eine Kampfpatrouille über den Bergen, um Antiterroroperationen der NATO zu unterstützen.
Leider kooperiert die örtliche Regierung nicht. Sie müssen also mit Angriffen von feindlichen Patrouillen rechnen. Eine Bomberstaffel, Rufname Drake, ist auf dem Weg, um Terroristencamps in einem Höhlensystem in den Bergen auszuräuchern. Wir erwarten, dass Drake von feindlichen Jägerpatrouillen angegriffen wird, sobald sie die Grenze überflogen haben. Ihr Primärziel ist, Drake vor diesen Jägern zu schützen. Verstanden? Verstanden, Einsatzleitung. Wir halten Sie von Drake fern. Ja, genau. Hier steht nochmal, das Z-Multiziel Luftraketen können. Wo bleiben Sie? Sie müssen ja, das ist unterwegs, wie der Name schon sagt. Multiziel und mehrere Ziele hier bis zu vier. Oh, Hilfe! Bis zu vier Ziele gleichzeitig aufschalten. Das sehen wir gleich. Und was für Luftraketen sind. Feindlicher Jägerverband auf Abfahrtkurs zu Drake, kommen schnell. Bestätige euch. Ziel ist Luft heißt natürlich, sie werden aus dem Platz geschossen und können nur Luftziele angreifen. Die J-Strike, das ist völlig egal, die werden auf dem Boden geschossen, sind sozusagen ganz normale infrarotgelenkte Raketen, kann man beliebig abschießen und wenn die einmal aufgeschaltet sind, dann ist das auch egal, ob das Ziel dann fliegt oder nicht. So, Multiziel Luft-Luft, wir haben jetzt ein Ziel ausgewählt und es werden vier frei aufgeschaltet. Vier Raketen geschossen. Wir können die nicht schnell genug runterholen, Boss. Was sollen wir tun? Oh. Ausweichen. Verstanden. Die Jungs hier drauf. Jetzt sind wir mal wieder abgeschossen. Gute Arbeit, Reaper. Keine Zeit, denn da kommen schon die nächsten und die nehme ich so aufs Korn. Nähere mich jetzt dem Ziel. Schwarmführer, ein neuer Bandit. Auf den linken. Rakete im Anflug, komm schnell nach rechts. Das war knapp! Viel Glück! Feuer frei! Bandit abgeschossen! Oh, Luftkampf-Prüfschnader! Sind wir. Durch Benutzung des Geschützes. Oder in Benutzung des Geschützes. Schwarm Reaper, Vorsicht! Ein Schwarm Banditen ist auf Abschluss. Müssen wir schon mal für Raketen schon eher freigeschaltet. Oh! Abfangjäger sind fast in Schussweite zu Drake. Schaltet die Kanone. Im Radar seht ihr jetzt die Reichweite der Jäger. Wir müssen da rein, damit die auf uns losgehen und nicht auf den Bomber. Und die Multiziel-Luftraketen haben eine wesentlich höhere Reichweite. Als die J-Strike. Das denke ich ab. Und auf euch. Achtung, Reaper, ich orte noch einen Abfangjäger auf Kurs zu Drake. Ihr habt den Mann gehört, Reaper. Bringen wir es zu Ende. Verdammt, das ist doch. Sie haben ja ihre halbe Luftwaffe hier oben. Waffe gewonnen. Ein Bandit weniger. Guter Schuss, Schwarmführer. Sitzt hier vorne. Also Off-Modus, da kommen wir später noch zu. Es ist halt so, dieses Spiel, wie sich auch geändert hat, von wegen, dass sich an die Grenzen bringt, das Spiel. Das ist, das Spiel ist ja ein, mehr ein Arcade-Game. So, erstmal kann ich so locker flockig hier so vor sich hinfliegen, das ist relativ safe. Egal, was passiert. Direkt voraus. Mein Flugzeug hat einen Abschuss. Wow! Shit, da kann man direkt. Ich erkenne eine neue Welle.
an, Jäger, mit hoher Geschwindigkeit und direkt im Kurs auf Drake. Roger, Boss, Ziel gefunden. Ja, mal hier auf Angriffskurs. 35 Luft-Luft-Raketen haben wir noch. Die wollen wir auch verballern. 43% ist nicht so geil. Aber der Bomber ist noch heile. Das ist nur 2. Ziel erfasst. Schussreichweite hier. Jetzt erst. Verfolgung aktiv. Da ist noch einer. Ja, was wollte ich sagen? Ich bin jetzt hier immer wieder abgelenkt worden. ja, also es ist eigentlich ein Arcade-Game, sage ich mal so. Aber unser Ziel ist nicht vor uns. Und man kann da immer so schön, das ist relativ safe eigentlich, also man hat hier. Das Flugzeug ist einfach zu handeln, hier rollen, neigen, negieren, alles drin. Oh, Science. Aber es gibt eben auch den Off-Modus, den muss man extra aktivieren per Knopfdruck. Man wechselt dann auch in eine Third-Person-Perspektive sozusagen. Diese Sams sind in Deckung und schwer zu treffen. Sie brauchen einen steilen Anflugwinkel. Und man sieht nicht genau, wo man hinfliegt, aber die Kamera ist immer auf das Ziel gerichtet, dass man weiß, wo der Gegner ist, wenn er jetzt gerade an einem vorbeigesaust ist. Das ist für den Dogfight auch sehr interessant. Ja, das heißt interessant, also wenn man mit der Bordkanone schießen will, eignet sich der Aufmodus nicht so. Aber wenn man im Nahkampf ist oder wenn der Gegner sehr nah dran ist und möchte ihn mit Raketen bespicken, dann ist der Aufmodus schon ganz geil, wenn man genau weiß, in welche Richtung man das Flugzeug bewegen muss, wenn man es kann. Das ist nicht so einfach. Um auf den Gegner aufschalten zu können, muss man so ein bisschen in die Richtung fliegen. Man muss ihn so ein bisschen vor der Nase haben. Und das geht im Off-Modus halt sehr gut. Und wenn wir den benutzen können, muss man den erst Lizenz dafür erwerben hier im Spiel. Und dann steht die Aktivität, diese Aktion immer zur Verfügung. Erledigt sie! Swamp Reaper, hier Oracle. Fast alle Sams wurden ausgeschaltet. Gute Arbeit! Waffe aufgeschaltet! 6 Minuten zum Startpunkt. Ja, 6 Minuten haben wir noch Zeit. Jetzt auf Flak. Swamp Reaper, hier ist Oracle. Alle Sam-Batterien wurden vernichtet. Hervorragend! Bestätigt, Flugleitung, wir wissen Bescheid. Hier ist der Status, Drake. Einsatzleitung hier, Drake. Wir sind fast da. Blitz in Rolex minus 2. Rolex. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt den Weg geebnet für den Bomber und der Bomber kann jetzt hier bomberfreie Fahrt. Und ich hoffe, er macht das ganze Trainingscamp platt. Oh ja. Oh ja. Das sieht nicht gut aus. Ja. Ja, für uns heißt er jetzt ab nach Hause. Job erledigt, der Rest geht uns nichts an. Und ja, wir hören, sehen uns dann in der nächsten Folge. Die wären doch ohne uns gar nicht durchgekommen. Ob Colonel Bruce mich anmacht oder lobt, ist mir komplett egal, solange der Scheck gedeckt ist. Verstehst ja, du? Genau, Colonel Bruce, scheißegal. Wir wollen unser Geld haben. Gucken wir mal kurz rein, was die nächste Mission ist. Und brechen diese wieder mal dieses interessante Replay erstmal ab. Ach ja, das ist unser letzter Angriff auf die Bodenstellung. Da sind wir durch diese Tore geflogen. Das sieht immer ein bisschen komisch aus. Wir können ja auf die Kameraperspektive wechseln. Das müsste es. Na, das war
eigentlich der letzte Treffer. Verschiedene Perspektiven. Interessiert nicht. Total langweilig. Nächste Mission bitte. Oh ja. Punkte hätten wir dann natürlich auch gerne. Luftabschüsse 25, Bodenabschüsse 4. Die Herausforderung gemeistert. Levelaufstieg. Das bedeutet für uns. Ich habe es gerade angesprochen. Die Karte of Certification. Was habe ich gerade gesagt? Die Lizenz für den Off-Modus werden wir in der nächsten Mission uns holen. Es ist eine etwas langweilige, also etwas unspannendere Mission, das will ich schon mal vorab nehmen. Aber danach wird es bombig. Neuer Rang, Staff Sergeant, mit 2 oder Stufe 2 und ein neues Flugzeug, zwei neue Flugzeuge, die F-15A, die berühmte Tomcat, und die A6A, die ich jetzt gerade nicht zuordnen kann, aber F-15A, Tomcat, die, ist das die Tomcat? Ich weiß nicht, ich glaube die Tomcat ist die Navy-Version, ist auch egal. Off-Certification ist die nächste Map, die nächste Mission. Wir werden gegen Drohnen fliegen. Im Karibischen Meer. Also, ja, wir müssen ein paar Drohnen abschießen halt. Sage ich nicht dazu. trotzdem sehen wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich freue mich schon, dass wir das dann auch hinter uns haben. Und dann können wir richtig durchstarten. Bis dann, tschüss!